Wenn Sie mir erlauben, kurze Bemerkung zu der Initiative 6 Wochen Ferien zu machen. Die meisten Leute verstehen ja gar nicht, um was es da geht. Richtig, Eleonor, das wollte ich ja gerade. Aber abstimmen darf selbstverständlich dann jeden Ignorant. Moment. Wir wissen ja, was Ferien heisst, weil wir machen ja schon seit Jahren Ferien, nicht wahr? Wir sind eben Privatier. Aber wir haben das nötige Kapital vorher erwirtschaftet. Im Gegensatz zu einem Bauarbeiter, der meint, er könne jetzt 6 Wochen Ferien auf Kosten von seinem Arbeitgeber machen. Es kommt ja noch dazu, dass die meisten Leute mit so viel Freizeit nichts Gescheites anfangen können. Zum Beispiel unsere Hausangestellte, Consuela. Consuela, komm. Sie, Signora. Sie müssen sich umdrehen. Schauen Sie dort. Sie sehen, sie weiss nicht einmal jetzt während einer Minute, was sie ohne Arbeit überhaupt anfangen soll. Und dann 6 Wochen Ferien. Nicht wahr, Consuela? Yo también me tengo que filmar para hablar con mis hijos. Sie kommt aus Bolivien und versteht zwar Deutsch, aber kann es immer noch nicht richtig reden. So jemand wäre überfordert, wenn sie jetzt mit so viel Freizeit müsste in Zürich mit den Leuten reden. Und extra auf Bolivien fliegen, so etwas kann sie sich natürlich nicht leisten, weil ein Teil von ihrem Lohn besteht natürlich aus Kost und Logis bei uns. Deciden algo más? Un café, un champagner? Ja, holen Sie uns ein Gläschen Champagner. Warum auch nicht? Wir haben uns ja zuerst überlegt, eventuell ein Hausmädchen aus Griechenland anzustellen. Sozusagen als Beitrag zur Ankurbelung der griechischen Wirtschaft. Da bin ich dagegen. Ich meine, die Arbeitsleistung dieser Griechen, die sind ja noch einiges schlimmer als unsere Sozialisten. Nicht? Die haben ja dort praktisch 50 Wochen Ferien. Ja, und ihr gefällt es bei uns, nicht wahr, Consuela? Sì, sì, io dico qualche cosa. Consuela, wie manchmal habe ich Ihnen schon gesagt, Champagner immer in einem Tulpenglas mit dem Mussierpunkt, wegen der Perlage. Und was ist das da? Pero su esposo pesado mi dijo otra cosa. No es mi culpa. Ja, Mann. Keine Ausrede, Consuela. Sie sollten sich an das halten, was Ihnen die Madame sagt. Man muss ihr halt manchmal sagen, wo es durchgeht. Die Eleonore bringt ihr sehr viel bei. Nicht nur der Comment im Service, sondern seit neuestem auch Pilates. Ja. Das ist natürlich etwas, was sie in dem Bolivien nicht gekannt hat. Nicht? Und ich kann darum beim Pilates auf die hässlichen Matten und die grauenhaften Gymnastikbälle, auf die kann ich alle verzichten. Nicht? Mit der Consuela. Consuela, komm, wir machen mal Pilates. Zeig sie Ihnen gerade mal. So profitiert auch sie als Hausangestellte von dieser ganzheitlichen Bewegungsmethode. Nicht? Und da hat sie natürlich mehr davon als vor so 6 Wochen Ferien, nicht wahr, Consuela? Da überlege ich mir manchmal selber auch mit dem Pilates anzufangen. Hermann, also bitte! Hermann!